Hi ho, hi ho, hi ho, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde. Willkommen zu meinem neuen alten Projekt, nämlich Pillars of Eternity, bei dem ich versprochen habe, noch einen zweiten Playthrough zu machen, vor allem weil wir The White March, also die Weißmark, nicht gesehen haben im ersten Playthrough. Einfach, weil sie nicht komplett draußen war, als ich den ersten Playthrough gemacht habe. Deswegen holen wir das jetzt nach. Vorweg, die Weißmark ist für mich komplett blind. Das ist nämlich auch habe ich nämlich auch damals versprochen, dass ich das nicht ohne euch spiele. Weil alles, was wir bis jetzt in Pillars of Eternity gesehen haben, war zusammen. Blind. Das Hauptspiel natürlich kennen wir schon alle. Von meinem ersten Playthrough. Von meinem ersten Let's Play. Ja. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, was ich machen möchte. Also erst einmal möchte ich auf normal spielen. Wir haben zwar den Märchenstunde-Modus. Nur für die Story. Einfach, sinnvoll für Spieler, nicht zu empfehlen für Spieler, die zum ersten Mal gruppenbasierte Echtzeit-RPGs spielen, das tun wir ja nicht. Ja, von schwer lasse ich dieses Mal ab. Wir haben das erste Mal auf schwer gespielt und hatte so seine Herausforderungen, unter anderem die lange Ladezeit, weil das Spiel irgendwie bei vielen Spielständen, die wir ja irgendwann hatten, schlecht optimiert hat. Ich weiß auch nicht, warum. Ich weiß auch nicht, ob es behoben wurde. Ich habe schon lange nicht mehr reingeguckt. Bevor wir hier anfangen, noch eine Sache. Nämlich die Sprachausgabe habe ich extra von Nexus, also von der Mod-Plattform Nexus, einen Fanpatch runtergeladen, der das Deutsch fixen soll. Also wir spielen wieder auf Deutsch, aber mit einem Fanmade-Patch, weil die Leute, es ist schon eine Weile her, die sich erinnern, wenn ihr euch erinnert, gab es viele Stellen, wo die deutsche Übersetzung komplett kaputt war. Da hatten dann Gegenstände, zum Beispiel Äxte oder so, als Beschreibung Entschlossenheit plus 3 oder so, einfach weil irgendwie die Zuweisung von den Texten nicht gestimmt hat. Das wird mit dem Patch alles behoben. Auch Grammatik und Satzfehler. Ich habe damals, das war 2017, also das ist auch schon jetzt 6 Jahre her, mir mal eine ältere Version davon angesehen. Also die hatte noch nicht alles drin, aber war schon ziemlich gut. Jetzt mittlerweile habe ich die neueste Version, die ist von 2018, und die sollte komplett vollständig sein, auch alles an DLC Content. Also es gibt auch ein DLC als Vorbereitung für Pillars of Eternity 2. Da gibt es ein paar NPCs im Hauptspiel, da war diese Übersetzung noch nicht mit drin. Das habe ich gemerkt. Das ist jetzt aber nicht mehr der Fall. Jetzt sollte alles richtig sein. Nur um das mal vorwegzunehmen. So, News-Anzeigen können wir ausmachen. So, Änderungen speichern. Die News sind hier oben normalerweise, aber jetzt ins neue Spiel. So, wir wollen auf Normal spielen, Expertenmodus. Ja, im Expertenmodus will ich eigentlich wieder spielen, weil das blendet solche Sachen wie du brauchst die und die, das Attribut dafür und so weiter aus. Ich möchte das wirklich wieder so haben, dass ich da mehr meiner Intuition vertraue und meiner Erfahrung.
Ja, ich kann sie im Spiel nicht aktivieren, aber deaktivieren, aber dann nicht mehr aktivieren. Also machen wir das mal so. Falls der Expertenmodus doch zu lästig wird, können wir ihn deaktivieren. Dann bleibt es halt so. Gut. Das heißt, wir starten jetzt als erstes in die Charaktererstellung rein. Wie immer. Ja, Obsidian, Entertainment Presents. Pillars of Eternity. Ich habe auch all meine alten Spielstände mal weggespeichert, also aus dem Original Safe Game Ordner, dass wir einen komplett clearen Stand haben. Five wagons grope blindly for the path on a starless night, their master glancing ever upward to the skies for assurance that he is on the right course. A dim lantern his only protection against the encroaching darkness. But the skies bring no comfort, shining no light, betraying no hint of what they know. The caravan carries travelers bound for the frontier hamlet of Gilded Vale, you among them, where a local lord has offered land and wealth to settlers from abroad looking for a fresh start. You have taken suddenly ill, sweating and shivering, and one of the other travelers signals for the caravan master to stop on your behalf. He pulls up just in time to avoid plowing into the trunk of a fallen tree that bars the way ahead. You will go no further tonight. Das finde ich übrigens lustig, dass es Trunk, also der Baumstumpf ist und nicht der Baumstamm. Und ja, man kann hier nicht hoch und runter scrollen, was ich ein bisschen schade finde, aber ihr könnt das ja selber lesen. Hoffe ich mal. Five wagons grope Okay, blindly for the path. erledigt. Gehen wir bitte den Character Creator. So, ich war am Überlegen, ob ich männlich oder weiblich spiele. Aber da. Ja. Da ich ja im letzten Let's Play einen Zwerg gespielt habe, einen männlichen, wäre ich dieses Mal am Überlegen, ob ich eine weibliche Figur diesmal spiele. Gucken wir einfach mal. Wir können ja die Rasse immer noch ändern. Also weiblich. Amauna will ich nicht unbedingt spielen. Zwerg hatten wir das letzte Mal. Elf? Nö. Und Orlana und gottähnlich jetzt auch nicht unbedingt. Bleiben wir bei Mensch. Entschlossenheit und Macht. So, Weidevolk, Ozeanvolk und Savannenvolk. Nehmen wir einfach Weidevolk. So, die Ureinwohner vom Dürrwald, wo wir ja eh sind. Das heißt Ureinwohner, die Urkolonisten. Ja. So, ich wollte einen Paladin nehmen. Aber nicht so ein Standard-Paladin eigentlich. Ich habe mir da was überlegt und werde mal gucken, wie sich das ausgeht nachher. So, man kann verschiedene Paladin-Arten hier auswählen. Ah, stimmt, das waren die Gesinnungen, die wichtig waren. Also düstere Schreiter sind gerne grausam und aggressiv, aber nicht wohltätig und diplomatisch. Nee, das passt nicht so wirklich zu uns. Leidenschaftlich schlau, Gesinnung grausam stoisch, also ungern. Wobei ich gerne als Paladin eigentlich stoisch bin. Stoisch rational, das klingt doch am ehesten nach uns. Also Goldpaktritter, gütige Wanderer sind wohltätig leidenschaftlich. Ich und die Schildträger von St. Elka sind ehrlich und diplomatisch. Das wäre eigentlich auch was. Während einer Friedensverhandlung schoss ein Bogenschütze aus dem Reich von Edir, der adligen Abgesandten von Kulkin,
Elka in den Arm, um einen Kampf zu provozieren. Nichtsdestotrotz machte Elka einen zweiten Verhandlungsversuch und wurde währenddessen von drei Elfenkriegern begleitet, die nur mit einem Schild ausgerüstet waren, den sie vor Elka hielten, um sie zu beschützen. Elka hatte Erfolg und half bei der Gründung des Reichs Edir mit. Die Ritter, die sie beschützt hatten, gründeten die Schildknappen der heiligen Elga, die weiterhin als Beschützer und Diplomaten in Edir und jenseits davon agieren. Nicht so wirklich. Klingt so elfisch. Ja, Goldpaktritter sind Söldner-Paladine. Das passt eigentlich am besten. Die sich für alle Arten defensiver und offensiver Aufträge verkaufen. Vor ein paar hundert Jahren erschienen sie an der Perlenküste und es gelang ihnen, die Zerstörung der Nation der Zwerge zu überleben, die sie gegründet hatten. Goldpaktritter sind nicht besonders brutal und gewillt, basiert auf den Wünschen ihrer Auftraggeber, sie die Seite zu wechseln. Wie ihr Name bereits andeutet, glauben die Goldpaktritter, dass Bezahlung einen verbindlichen Vertrag darstellt. Klingt aber auch wieder zu sehr, als ob wir Kaufklingen wären. Gütige Paladine, gütige Wanderer. Der am weitesten verbreitete Paladin-Orden. Die gütigen Wanderer sind Führer und Beschützer für Reisende, die oftmals begrenzte Mittel haben und in gefährliche Gegenden reisen. Den gütigen Wanderern mangelt es zwar an dem edlen Prestige anderer Paladin-Orden, doch werden sie für ihren Edelmut und ihre Mitgefühl von anderen Bürgern respektiert. Also wohltätig und leidenschaftlich, ja. Weil alles andere leidenschaftlich schlau nicht unbedingt. Machen wir mal Ene, Mene, Manemu und raus bist du. Also machen wir mal gütige Wanderer. Hat ja nur was mit der Gesinnung zu tun. Ich hätte gern Hand auflegen erstmal. So, Punkte. Entschlossenheit. Also Entschlossenheit brauchen wir. Da geben wir mal 14 drauf. Macht ist auch nie schlecht. Verfassung sind unsere Lebenspunkte. Bräuchten wir auch ein bisschen mehr. Gewandtheit. Intellekt ist eher was für Magier. Wahrnehmung. Ja, erlügen und zu ertappen, das wäre auch nicht schlecht. Und der letzte Punkt geht in Macht. So. Wobei Entschlossenheit. Entschlossenheit ist wichtiger für den Paladin, finde ich. Also Hand auflegen und Glaube und Überzeugung. Also je mehr wir in unserer Gesinnung bleiben, desto besser ist der Boni. Also leidenschaftlich und gütig sein. So. Einen Bonuspunkt, je nachdem welches Reich wir wählen. Das letzte Mal war ich aus dem ewigen Weiß, das weiß ich noch. Deswegen hatte ich einen Wahrnehmungsbonus. Entscheidet übrigens auch, welche Startwaffe wir kriegen. Ich würde fast in Edir bleiben. Weil dann haben wir wirklich eine hohe Entschlossenheit. Todesfeuer-Archipel, da kommen wir ja später hin. Nordöstlich von Irglafa, die Iximatel-Ebenen. Fruchtbare Savanne. Ich würde sagen, wir bleiben in Edir. Ja, dann weiter. So, was für einen Hintergrund wollen wir haben? Aristokrat, Kolonist hatten Überleben von 2, Dissident, nee. Landstreicher brauchen wir auch nicht, Jäger, Arbeiter wäre natürlich nicht schlecht. Söldner nicht so wirklich, Sklave.
Kolonist wäre nicht schlecht. Geistlicher brauchen wir nicht unbedingt. Söldner würde Athletik und Wissen machen. Ich glaube, ich nehme Söldner. Klingt auf jeden Fall am besten, wird, oder? Oder nehmen wir Kolonist. Überleben. Überleben wäre eigentlich nicht schlecht, weil wir dann Schadensreduzierung und bessere Heilung kriegen. Bei Söldner würden wir halt Athletik bessere kriegen und ein bisschen Wissen. Landstreicher passt halt nicht so. Arbeiter wäre Athletik und Mechanik. Wäre eigentlich auch nicht so schlecht, Arbeiter zu sein. Ich nehme aber mal Kolonist. Besseres Überleben für wohltätige Paladine. So. Farben. Primär, sekundär, das wird wahrscheinlich die Rüstung eher sein, ja. Sieht so gut aus. Hautfarbe, eine Stufe heller und Haarfarbe. Ja, das hier, so kopfmäßig. Ist es meist eh egal, bleiben wir beim Zweierkopf. So oft sehen wir so einen Kopf ja nicht, aber Haare hätte ich dann doch schon gerne anständige. Gibt's auch was ohne Rasterlocken? Ich habe nichts gesagt. Nehmen wir die Frisur, die ist nicht schlecht. So, Porträt. Gucken wir mal, wo fangen die weiblichen Porträts an, weil es sind da männliche und weibliche gemischt, soweit ich weiß. Ja. Also, nein, nein. Sieht elfisch aus. Zwergisch. Elfisch. Gottähnlich, gottähnlich. Das sind die kleinen Pelzigen. Das ist auch gottähnlich. Wobei sowas Gottähnliches eigentlich was ganz Nettes an sich hat. Was hat ein gottähnlicher Gewandtheit und Intellekt? Tod gottähnlicher, Feuer, Mond und Natur. Nee. Nee, bleiben wir bei Mensch. Und Weidevolk. Gehen wir wieder zum Erscheinungsbild zurück. Hat alles noch beibehalten, also Erscheinungsbild müssen wir halt wieder einstellen, aber das ist auch kein Problem. Dann nehmen wir mal etwas hellere Haare und wir müssen, glaube ich, 2 oder 3 zurück. Ja, 3 zurück. So. Die Porträts von den Gottähnlichen sehen cool aus, aber die Gottähnlichen selber sehen so naja aus. Das ist, glaube ich, eher eine Eiselfe. Das ist gottähnlich, gottähnlich. Auch wenn das Porträt hier blonde Haare hat, dann bleibe ich bei ihr. Das sieht immer noch am besten aus, finde ich. Also auf jeden Fall besser als sie hier. So. Weiter. Leading the way to whispers and shadows. I've got this. Duh! I'm here. I'm flattered. Duh!
Also für gütig klingt der Kriegsschrei ziemlich aggressiv. Steady does it. Huh? Watch and learn. You better run! Oh, das ist arrogant männlich. Männlich. Nothing will slip past me. Watch and learn. I'll take a peek. Hey there. Follow me. Let's go. Keeping quiet. Hm? Follow me. I'm here. I'm flattered. Dann nehmen wir gütig. Gütig klingt, gefällt mir einigermaßen. So. Und das ist jetzt unsere gute Talisa. Wie aus anderen Playthroughs, die ich so gemacht habe, bekannt ist. So, damit sollte die Charaktererstellung fertig sein und wir können ins Spiel starten.